Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Bevor ich euch, ja, zeige, worum es heute geht, oder wisst ihr wahrscheinlich schon den Titel, aber guckt euch mal diesen Pullover an. Das ist einfach mal der T-Rex, Mann. Was ein geiler Poli. Den gibt's bei, ja, keine Produktplatzierung. Könnt ihr vielleicht, wer es weiß, kann es ja unten hinschreiben. Aber bester Pulli, Junge. Hört euch das an, ist doch lustig. Auf jeden Fall ein bisschen Weihnachtsstimmung hier auf meinem Kanal mit diesem Pullover. Und heute geht's um Pirlo. Andrea Pirlo. Die Ende einer Ära SBC ist rausgekommen. Und ich kann euch nur empfehlen, die zu machen. Also, ihr habt null Nachteile, wenn ihr die macht. Warum? Also, allererstes sehen die Werte gar nicht schlecht aus, ja. Gibt mal eine Hunter-Karte. Hatte wirklich sehr, sehr gute Werte für einen Mittelfeldspieler. Vielleicht, wenn ihr defensiv spielen wollt. Okay, es stört ein bisschen dieses Klingeln, tut mir leid. Versuche es ein bisschen ruhig zu halten. Defensiv spielen wollt, dann könnt ihr eine Shadow- oder Anchor-Karte geben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist. Das können wir ja eigentlich mal jetzt ganz schnell mal gucken. Der ist 1,77 Meter. Ja, geht eigentlich. Ist gar nicht so klein. Und wie ihr im Intro gesehen habt, was ihr machen müsst erstmal, ist, dass ihr diese Wochenaufgabe schafft. Also die Wochenaufgabe ist, dass ihr 3 Tore im Online Einzelspiel durch einen hohen Steilpass macht. Und wie ihr es am besten machen müsst, das habe ich so gemacht. Ihr schreibt einfach in macht einfach einen ganz einfachen Squad, ja. Tut Bronzespieler erstmal in den Verein und macht vielleicht euch nur 80 bis 90 Chemie, ja. Dann kommt erstmal, ja, wenn ihr mit eurem brutalen Team kommt, dann hat keiner Bock erstmal gegen euch zu spielen. Und dann nennt euch euer Team einfach Pirlo. Was ihr macht ist, dass ihr erstmal korrekt seid, zum Beispiel, ihr grätscht einfach daneben oder geht aus dem Weg. Oder was ich gemacht habe, ihr drückt einfach Abseitsfalle und lässt den Gegner einfach durch. Und wenn der Gegner korrekt ist, macht er dasselbe für euch. Das haben wir so gemacht, ich habe ihm erstmal ein Tor geschenkt. Ja, und dann hat er mir ein Tor geschenkt. Und so braucht ihr nur ein Spiel machen und dann habt ihr schon direkt die Pirlo-Karte. Also, wenn ihr auf einen korrekten trifft, dann geht das in einem Spiel durch. Wenn nicht, dann, ja, ist natürlich scheiße. Aber normalerweise, ja, vielleicht trifft euch ja jetzt gegenseitig und dann macht das einfach. Und dann geht's am schnellsten. Dann habt ihr die Karte schon mit einem Spiel. Und, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die SBC, ja. Andrea Pirlo. Ja, warum die, genau, zweiter Grund, warum man die macht. Ich werde ihn auf die Bank tun, also er wird mein Joker sein, ein Einwechselspieler, weil ich finde, die Sets sehen wirklich nicht schlecht aus, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und falls nicht, ja, kannst du ihn immer noch für eine SBC benutzen, zum Beispiel später für eine Prime-Ikonen-SBC. Weil die günstigste 91-Karte ist Lewandowski, oder die einzige Goldkarte ist Lewandowski und die kostet 125.000. Das heißt, wenn die SBC kostet euch ungefähr, wenn ihr vorher nicht wie ich investiert habt und die jetzt alle kaufen müsst, ein bisschen über 30.000. Selbst dann spart ihr fast 100.000. Also das ist der Wert. Dann spart ihr 100.000, weil die einzige Karte oder die günstigste 91er Karte ist Lewandowski. Und ja, und selbst die 90er kosten 50.000 bis 60.000. Also ihr seht, selbst da spart ihr Geld. Also macht ihr eigentlich gar keinen Verlust. Und wenn ihr wie ich, sag ich mal, vorher schon investiert habt, dann ist das noch günstiger. Also wir fangen erstmal, denke ich mal, hier mit ohne Pirlo keine Party. Richtig geiler Spruch. Ja, aber wir fangen erstmal mit der ersten SBC an ohne Pirlo. Wie gesagt, dann müsst ihr diese, ja, diese Karte rein tun. Es geht auch nur die Karte. Und dann kriegt ihr dafür ein Premium-Gold-Set, was okay ist, ja. Ist okay, ist not bad. Und dann macht ihr die zweite SBC keine Party. Und da braucht ihr einen Spieler von AC Milan, einen von Inter Mailand, einen von Juve, 2 Italiener, 83 Gesamtwertung. Und da sind manche Spieler komplett explodiert. Die zeige ich später auf der Transferliste. Deswegen, Freunde, ja, macht ihr Top-Partien-Prediction. Deswegen kauft ihr 83er ein, wenn die günstig sind. Ihr macht Bank. Ich habe ja vor 2 Wochen oder auf jeden Fall vor 1-2 Wochen ein Spiel predicted, wo Juve dabei war. Und ich habe so viele Spieler gehabt, die jetzt auf einmal die 700 wert waren. 6, 7, 8.000 wert waren auf einen Schlag. Das ist so krass. Und das sind keine 83er, sondern 82er. Das zeige ich euch später. Auf jeden Fall habe ich dieses Team gebaut. Ihr könnt das, glaube ich, nicht nachbauen, weil ich viel gepackt habe. Da müsstet ihr, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ihr das nachbauen könnt. Ja, keine Ahnung. Ich würde Götze vielleicht hier reinstellen. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch mal ein paar Chemie dazu.
und vielleicht Position Modifier hier noch benutzen. Dann könnt ihr vielleicht das nachbauen. Auf jeden Fall habe ich Fährmann benutzt. Ja, den habe ich damals für 5,3 gekauft. Pischek für 1,2. Der geht jetzt für über 6.000. Ich habe zum Glück 6 Stück geholt. Ja, also ihr seht schon, das sind schon mal 30.000 Profit. Dann hier den Acerbi, Hövedes, Schmelzer, Kagawa, Biglia, Keita, Berardi, Icardi und Costa. Also ihr könnt das, glaube ich, machen, wenn ihr hier Götze reinstellt und dann hier die Position Modifier reintut. Aber ansonsten zeige ich euch einfach hier die günstigste Variante auf Footbin, ja, die es gibt. Dann macht ihr es einfach, macht einfach die. Wenn ihr es günstiger machen wollt, macht vielleicht noch die Team of the Week Glitch, ja, wo ihr 10 Spiele macht, dann alle Loyalität haben. Dann könnt ihr vielleicht hier oder da einen günstigeren Spieler benutzen. Das habe ich jetzt nicht gebraucht zu machen. Und dann würde ich sagen, schicken wir es ab. Jumbo Premium und Goldset ist da. Und was noch da ist, ist die Ende einer Ära-Karte namens Andrea Pirlo. Richtig geil, Freunde. Letztes Jahr hatte ich Alonso und Philipp Lahm und fand die beide auch richtig geil. Und die Karte sieht eigentlich richtig fresh aus. Gucken wir uns mal genauer an. Wie gesagt, 1,77, 2 Star Skills, aber 4 Star Weakfoot ist nicht schlecht. Ansonsten, boah, Passspiel hat er schon fast alles 99, krank. Ausdauer ist halt die Schwäche, 53, deswegen kannst du ihn eigentlich nur als Joker benutzen. Wird nicht viel lange durchhalten. Wie gesagt, ihr könnt eine Hunter-Karte geben, dann hat er, denke ich, auch krasse Werte. Oder wenn ihr defensiv spielen wollt, dann geht es bestimmt auch mit einem anderen Chemistry-Style. Und ja, ich werde auf jeden Fall ausprobieren, diese Weekend League. Mal schauen, als Joker. Kommt vielleicht mal ab und zu in der 70. Minute rein. Sieht nicht schlecht aus und ja, werde ihn so lange benutzen, bis ich ihn vielleicht in einer Prime-Ikon-SBC einsetzen werde. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch, ich habe von gestern die tägliche Footmess-SBC gemacht, die zeige ich euch ganz schnell hinten im Hintergrund. Ansonsten habe ich auch überlegt, Romain Alexandrini zu machen, aber ich mache ihn nicht, weil er marginal besser ist als seine Informkarte und sogar noch 5 weniger passen hat. Also, und dafür 50.000 auszugeben für eine untauschbare Karte, ich kann einfach seine Informkarte für 40.000 kaufen und die ist noch tauschbar, falls sie mir nicht gefallen hat. Und ich hatte die ja gehabt und ich fand die okay, habe die dann wieder weggegeben. Also, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal unseren Premium-Goldspieler-Set. Ist eigentlich auch ganz, ganz einfach. Habe ich einfach, wie ihr seht, einfach 5 Paare reingetan mit Stronglings und einfach einen random Typen hier. Das wahrscheinlich haben viele hier Loyalität bei mir, deswegen, was ihr machen könnt, ist wahrscheinlich diese Paarung. Also ich habe das hier so random gemacht. Am besten macht ihr, glaube ich, 2 Stürmer, dann ZOM mit ZDM und dann Innenverteidiger mit RV. Ich denke, so sollte es besser klappen. Ansonsten, ja, wird es doch ganz, ganz einfach gehen, denke ich. Sollte, also für mich hat es so geklappt, ja, ich weiß nicht, ob es, wenn ihr keine Loyalität habt, ob das klappen wird. Ansonsten macht das, wie ich gesagt habe, mit den 2 Stürmer, ZOM und ZDM, das sollte so klappen. Ansonsten, wenn man hier auch einen LF oder einen Linksverteidiger reinstellt, könnte man auch noch ein bisschen Chemie dazu bekommen. Also von daher, ja, solltet ihr schaffen, Freunde, solltet ihr schaffen. Premium Goldspieler-Set ist dann auch noch da. Nicht schlecht. Herr Spech. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf die Transferliste und dann machen wir die 4 Packs nochmal auf, die wir jetzt haben. Wie gesagt, Megaset haben wir auch noch von der gestrigen SBC. Und was haben wir denn verkauft? Hier am Anfang ein paar Bronzespieler, ja, von der Bronze-Pack-Methode noch. Hier sehen wir schon, Jovinko. Wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, Alexandrini zu machen und habe einfach meine Spieler verkauft. Jovinko für 7.000 verkauft, Villa für 7.000, Szczęsny für 2.000, Douglas Costa 3,2, KK 2,5, Musacchio 6,4, geil. Und ich bereue es, dass ich nicht mehr in die Calcio A investiert, also in die 83er von der Calcio A. Aber wie gesagt, Glück hatte ich. Ich hatte, glaube ich, 3 Hövedes und 6 Piszczek. Und die sind halt auch gut hochgegangen. Piszczek ist zum Beispiel ein Spieler, der geht immer hoch. Wegen der Verlinkung zu Kagawa, rate ich mal. Deswegen geht der automatisch hoch. Der hat mit der SBC gar nichts zu tun. Man braucht die nicht für die Voraussetzung. Aber wegen der Verlinkung, wegen der Strongling-Verlinkung zu Kagawa, geht er automatisch immer hoch, weil er ein, ja, der einzige RV ist mit 83er in der Bundesliga. Ansonsten, ja, wie seht ihr, 1000 Nani, 7800. Stellt euch vor, ihr hättet euch einfach mal für 1300, keine Ahnung, wie viel Nani es geholt, ihr hättet einfach 6,5 plus gemacht pro Nani. 10 Stück, seid ihr schon bei 65.000. De Rossi 6,3, De Fritsch 4,5, Parolo, darauf könnt ihr auch achten, ja. Von der Calcio, italienische Spieler von der Calcio, die 81 oder 82 sind, geht auch gut weg, 3,5.
Lichtensteiner 6-7, Alter, das ist auch krank. Da wir wieder für 7-7. Schweinsteiger 4-5. Dos Santos 3-9. Garcia 1-4. Piszczek, wie gesagt, 6-3. Und Alexandrina selber geht auch noch für 2-6. Und ich habe hier nochmal einen Draxler, den ich versuche zu verkaufen für 7000. Hier nochmal 3-2. Und ja, hier sind ein paar Piszczek. Ich denke, ich werde es morgen nochmal versuchen, weil jetzt ist mitten in der Nacht. Da sind nicht so viele Leute on und ich denke, morgen werden die Preise wieder ein bisschen angehoben sein. Und ich habe wieder ganz viele 83er noch und ja, ich werde es so machen. Ja, ich muss noch meinen Spieler kaufen. Ich weiß noch nicht, wen ich hole. Messi, Bale. Wie gesagt, habe ich ja gestern ein Video hochgeladen. Ich habe schon meine ersten Spiele gemacht, aber ohne einen neuen Einkauf, da muss ich mal überlegen. Ich werde, denke ich, in günstige 83er investieren, also die momentan günstig sind. Ich weiß nicht, wer günstig ist, muss ich nochmal nachgucken, ja. Aber es gibt bestimmt einige Spieler, die sind günstig und da werde ich meine Coins wieder investieren, weil ich denke, da kommt noch was auf uns zu, ja. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht, da nochmal zu investieren. Wie gesagt, die gehen momentan nicht weg und ich habe die für 1,3 gekauft, die Piszczek. Das heißt, pro Karte 5k plus. Raphael, 86er Information, kann man auch ein bisschen ein Auge drauf halten, ja, der ist momentan richtig günstig, aber wenn die Team of the Week SBC kommt, wird er noch mehr sinken und dann, ja, würde ich viele mitnehmen, weil der wird auf jeden Fall steigen, jetzt der Preis schon günstig, guckt euch mal den Dinosaurier an, der ist auch richtig geil, Alter. Ich finde ihn einfach fresh und das, ja, habe ich genug gelabert, wir machen jetzt mal ein Pack Opening, ja, wir haben ein paar gute Packs, würde ich sagen, wir fangen mit dem Premium Goldset an, ja. Standi-Pack. Vielleicht kurz vor Weihnachten gibt uns EA noch ein bisschen Pack-Luck. Ja, im ersten Pack nicht. Non-Rare. Super. So, Freunde. Zweites Pack ist... machen wir das Jumbo-Premium Goldset mal auf. Come on, EA. Please. Wenigstens eine Leinwand aus den vier Packs. Wäre gerecht, würde ich sagen. Ja, Jumbo-Premium Goldset leider auch wieder nicht. Aber vielleicht... Ja, was Freshes wollte ich sagen, aber Samedov ist nicht so geil. Also wenn wir ein paar Spieler aus der Kalzo A bekommen würden, ja, die für ein bisschen was gehen, würde ich mich nicht beschweren. Gabi, ist der was wert? Man muss gucken, manche sind echt was wert. Ja, geht so. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir das Premium-Gold-Spieler-Set auf. Come on, EA, come on. Ich will ja nicht unbedingt den Leinwand, aber vielleicht noch ein paar Spieler von der Kalzo A werden okay. Ja, stattdessen gibt er mir einen Japaner, Inui, 78, ja moin. Also, gönnen irgendwie gar nicht gerade. Vielleicht haben die hier ein bisschen was gegönnt. Bitte? Nee. So, Freunde, das allerletzte Pack, was wir hier aufmachen, Megaset, ja, 30 Objekte, 18 selten. Come on, let's go. Come on. Wenigstens eine Leinwand. Ja! Wenigstens das im Megaset. Come on. Kann es noch was Gutes sein? Spanien, Torwart. Hey, 84er Asensio. Ist not bad. Wie gesagt, die geben momentan, glaube ich, für ein bisschen was. Er ist, glaube ich, nicht einer, der krass gestiegen ist. Aber vielleicht... Ja, Matip noch. Not bad. Also, da kann ich mich nicht beschweren. Das sind auf jeden Fall gute Münzen dabei. Oh mein Gott, der ist doch gestiegen. Ich glaube, den muss ich verkaufen, wenn er auf 7000 gestiegen ist. Verkaufe ich, obwohl, überlege ich es mir mal. Wie viel ist denn Matip gestiegen? Muss ich auch mal gucken. Matip, der ist ja nicht so krass gestiegen. Den kann man behalten, ja. Sonst haben wir hier einen aus der portugiesischen Liga. Könnte was wert sein, schaue ich mal. Nope, einfach nope. Hinten vielleicht als Duplikat irgendwas krasses. 1000 Münzen und sonst nur den. Also nicht so mega krass. Aber wieder 84er und 83er bekommen ist in Ordnung. Plus 1000 Münzen, 2 Team Fitness. Ja, ist in Ordnung. Also wie gesagt, wir haben die SPC, glaube ich, gestern sehr, sehr günstig gemacht. Da kann man sich nicht beschweren. Und dann war es das vom heutigen Video, Freunde. Morgen schauen wir mal, ob ich das schaffe. Die ersten Food Champions Spiele, ja, mit eventuell der Verstärkung. Ich weiß es wie gesagt noch nicht. Ich habe genug Münzen für... Ja, alle Spieler, die ich erwähnt habe, ich bin mir noch nicht sicher. Und sonst, falls wir uns morgen nicht mehr sehen, ich bin mir nicht sicher, wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, frohes Fest. Ja, feiert mit eurer Familie oder mit euren Freunden, je nachdem. Und lasst es euch einfach gut gehen und sehen wir uns, ja, entweder morgen wieder, sonst nach der Weihnachtszeit. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, das war Awkward. I'm out.